Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben heute Sonntag, heute ist bei uns Muttertag und ich wollte mich in allererster Linie bei euch bedanken. Wirklich, gestern kam ja das Video online, wo ich die Schwangerschaft verkündet habe und ihr seid einfach der Wahnsinn. Ich habe so viele liebe Kommentare bekommen, so viele Daumen nach oben, also ihr habt mich wirklich umgehauen. Danke, danke, danke dafür. Das ist das Schönste, wenn sich so viele Menschen mit einem freuen. Das ist wirklich von Herzen danke. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch nicht einmal geschafft, alle zu lesen, geschweige denn überhaupt irgendwas zurückzuschreiben oder Herzchen zu verteilen. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Gestern habe ich auch auf Instagram dieses Foto hier gepostet und dann war einfach vorbei. Ich habe einfach mein Handy die ganze Zeit getutet. Auf WhatsApp habe ich Nachrichten bekommen von sehr vielen YouTube-Freundinnen und auch auf Instagram Kommentare und Nachrichten. Ihr habt mich wirklich geflasht. Ja, wir haben Muttertag und ich musste jetzt draußen sitzen, weil die Kinder haben alles hergerichtet. Hier ist mein Muttertagsfrühstück. Wir warten jetzt nur noch auf den Papa. Die Kinder sind ja schon alle ready im Pyjama. Papa hat Bruschetta gemacht und mir leckere Brote geschmiert und Aufstriche haben wir rausgeholt und ich freue mich schon auf das Frühstück mit euch. Du magst Brot essen? Papa, das ist gut. Papa und Kinder, habt ihr schön gemacht. Danke, Patrick. Alle gemeinsam. Die Familie sitzt jetzt alle am Tisch und wir jausen schon. Was ist denn das eigentlich, Papa? Butter? Brunch. Ah, Brunch, alles klar. Und du bist auch noch Butterbrot, oder? Yummy, yummy. Ich werde ein bisschen von diesem Bruschetta probieren. Hat der Papa gerade heute frisch gemacht. Aber mach ich einmal nicht so eine Rolle. Ja, Entschuldigung. Papa, bei mir ist eigentlich jeden Tag Muttertag, weil du machst jeden Tag Frühstück. Ja, ich hoffe, wenn Papa-Tag ist, dass ich nichts mache. Nichts, nicht? Nichts, nichts, nichts. Was? Der Papa macht doch jeden Tag das Frühstück. Ja, ich meine, für Vatertag meine ich. Ja, eh. Darf ich mir auch einen Tag im Jahr gönnen, oder? Nö. Sehr schön heute draußen, gell? Es ist. Ja, kein Teller? Doch, hier. Achso, hier sind wir. Hey, warum ist dieser so ein Teller? Ja, heute bin ich das Kind. Luisa ist so quastig, oder? Klein und quastig. Mach dir keine Sorgen. Alle anderen sind gleich. Ja, gleich quastig. Habt ihr Stress gehabt in der Küche? Aber ich weiß nicht, die sind alle, seid ihr so. Zickig? Unausgeschlafen oder was? Und was machen die Hunde da? It's catching time. Und wir fragen uns, warum die Hunde immer so müde sind am Abend. Die das sollte das Kind auch so machen. Das ist eine gute Idee. Also Lara, Michelle, let's go. Wie wäre es mit Fangen und so beißen? Ich liebe euch alle. Meine kleine. Wer große will Familie. Macht Butterbrot? Okay. So, ich esse mal meinen Bruschetta. Es ist soweit, jetzt kriege ich meine Geschenke. Schaut mal, alle warten hier. Was, ich schon? Wieso haben wir das draußen gelassen? Ist auch mein Geschenk. Hallo? Von Patrick. Einmal Papier. Warte, Luisa hat ihre Weste aus. So. Bitteschön. Kriege ich ein Geschenk? Das ist mein Handy. Ja. Bist du bereit, Mama? Ich bin bereit. Oh, wie schön. So wie süß. Küken. Und das ist die Lara. Und das ist die Mama. Und das ist die Emmy. Wer hat das denn gemacht? Michelle. Die Michelle? Aber ganz schön, oder? War schön. Ich hab noch deine Hitze gekriegt. Ich musste die Schnauze schwarz machen, weil die Emmy hat mich fast getroffen. Schau mal. Cool. So schön. Und danke, Lara. Das ist so ein schönes Bild. Ich liebe das. Das werde ich mir in meinem Büro aufhängen, okay? Lass es nicht so. Ich tue es nicht falsch. So, next. Ich habe keine Tasche gefunden. Selbst gebastelte Tasche. Oh, aber wirklich gut, oder? Eine Gucci-Bag. Gucci. Da ist was drinnen. Oh, das ist drinnen. Das ist von alle, oder? Stimmt. Also die Gutscheine sind von mir. Aha, aber das ist von Papa. Das
Und Patrick und Luisa, oder? Ja, und von Michelle. Und von Lara. Ein Parfum. In Minigröße. Das Budget hat nicht mehr gereicht. Aber die Michelle hat es gesucht. Was ist passiert? Was möchtest du? Das riecht echt gut. Die anderen waren nämlich voll komisch. Ich will auch so lachen wie die Lara. Ich will auch riechen. Bitte mal. Mann, riecht es bis hier. Das riecht wirklich sehr, sehr gut. Ich will auch was. Was ist denn, Luisa? Ja, das ist von mir. Was machst du denn? Das ist das mit meinem. Das ist die Abdeckung. Oh Gott. Das ist die Abdeckung, damit du es nicht siehst. Achso, ihr wieder. Was ist das? Mama, ein Herzlein. Ich würde dich Müll reinschmeißen. Oh, ein Herzi, schau. Das ist süß. Danke, Miska. Und da steht ein Buch, Michelle und Mama. Oh, hast du das von der Schule bekommen? Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir geben? Ich habe so ein kleines und junges Leben. Oh. Doch habe ich ein Herzchen, was denkt und spricht. Ich hab dich lieb, mehr weiß ich nicht. Das ist mega süß. Und noch Gutscheine, schaut mal. Wohnzimmer aufräumen, Massage, bah, noch einmal Massage, Geschirrspüler ausräumen, Tiere füttern, mit Luisa spielen, Zimmer aufräumen. Nein, ich wollte Zimmer aufräumen nach deiner Wahl. Welches Zimmer aufräumen? Also nach meiner Wahl. Alle. Massage nochmal Luisa aufpassen und nochmal Massage. Machst du diese? Das ist noch ein Blatt. Das war's schon. Danke, Miska. Komm her. Mama, küss dich. Nein. Ich nehme hier nehme ich Arm oder küssen. Komm, fangen wir jetzt einen Streit an. Ich liebe euch, danke für die Bastlerei. Okay. Wir nehmen die Haut, Mama. Bei mir ist jeden Tag Muttertag. Können wir mal beim Einkaufen dann mitnehmen. Am Montag gehen wir shoppen. Ja. Aber das ist nicht ganz so schlepper, das passt nicht viel rein. Das passt nicht viel rein. Gehen wir auf Klamotten einkaufen. Bummeln. Voll schön. Das ist... Clara, machst du auch ein bisschen Kuchen? Nein, magst du auch Kuchen? Nein. Du musst rollen, nicht falten. Clara, machst du auch Kuchen? Beste Geschenke. Oh, yeah, Der Patrick hat mir erzählt, Michelle, dass im Gymnasium wird nicht mehr in der Schule gebastelt. Ich weiß. Aber ich bin eh die Bastel. Nächstes Jahr kriege ich dann immer von Lara eingeschrieben. Das stimmt gar nicht. Wir essen jetzt ein bisschen Kuchen, trinken Kaffee. Auf der anderen Seite, Lara, hier kannst du nicht einsteigen. Einsteigen, steigen Sie ein, bitte. Ihr esst jetzt den ganzen Kuchen? Ich weiß ja nicht, wie ich das noch schneiden kann. Mit meiner Zunge. Die Luisa mag mehr, Baba. Oh. Alles für die Luisa. Ich will das da. Baba, kannst du mir so was anziehen? Ja, Baba muss. Brauchen wir einfach Feuerzeug hier draußen? Nein. Keine Mützen da. Na, nur wenn Fliegen da wären. So, was macht ihr zwei? Mach doch, Lara, das? Schau, wie sie sich knuddeln. Oh. Ja, wie sie sich. Wer will noch irgendwas? Lara. Liebst du die Lara? Papa. Ich merk's, Kuchen essen macht euch Spaß, oder? Das schafft sie nicht, Schatzi. Also, Mama, wer ist jetzt schwanger? Ist der Papa schwanger oder bist du jetzt schwanger? Der Papa. Ja. Diesmal kriegt der Papa. Weil du so willst. Das täuscht nur eigentlich, ist die Lara und wieder. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mal unseren Muttertag genießen. Wir machen heute keinen Ausflug. Wie das Wetter ausschaut? Das Wetter ist nicht so schön. Nur Schlafzimmer. Deswegen. Und dann wieder retour. Wir können heute Spiele spielen. Ja. Monopoly on PlayStation. Mein Patrick im Zimmer. Wir sind jetzt ins Haus gegangen. Mit Naschen ein bisschen Schoki. Und schauen ein bisschen Toy Story. Den letzten. Auf Disney Plus. Ich schaue hier mit allen Kindern, hier ist die Michelle, hier ist Luisa, die Naschkatze. Der Papa schneidet ein bisschen am Video weiter. Und wir schauen hier Toy Story und genießen den Muttertag. Wir haben uns jetzt angezogen, also nicht wirklich, ich habe nur die Weste gewechselt und ich habe Schuhe an. Hi, schaut euch mal meine hübschen Prinzessinnen an. Luisa, Luisa. Luisa, schau mal her. Luisa, schau mal her.
Luisa. Wow, wer hätte denn diese hübsche Haare gemacht? Der Papa. Der Papa? Ja, wow, und deine Lara, wer hat deine Frisur gemacht? Der Papa? Ja, ich hab... Naja, Papa, das musst du aber noch üben, gell? Der ist jetzt ein bisschen verdreht. Papa. Hab ich Zeit. Vor allem, du kriegst ja noch eins zum Üben. Wer weiß, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Das ist ein Junge geworden. Das ist ein Junge? Der Papa hofft auf einen letzten Jungen. So, what are you doing here? Auf jeden Fall, wie ihr seht, machen wir uns gerade auf den Weg. Der Papa hat das Video fertig geschnitten. Und wir haben es jetzt auch gerade abgeloadet. Und jetzt fahren wir zum... McDonald's. Ja, das habe ich mir nämlich gewünscht. Zum Muttertag. So, Papa meckert ein bisschen mit den Kindern. Und wir fahren jetzt zum Mackies. Mal die Kinder noch alle anschnallen. Und let's go. Der McDonald's McDrive Game ist hart. Ja, aber es geht richtig schnell. Also, ich glaube, küchenfrei. Küchenfrei. Hinter uns stehen einige Autos. Ich will mal ein bisschen raus. Schon viele. Ohlala. Mama mia. Seht ihr, aber es geht richtig zackig. Also. Als wir gekommen sind, waren wir auch so hinten? Waren nur zwei Fahrräder bei uns. Jetzt sind wir dran. War Fahrräder. Ich habe aber zwei Kinder gesehen, die mit dem Fahrrad waren. Ja, und sie wurden bedient. Was heißt denn? Skotscha? Nein, nicht Skotscha, einfach so ganz normal. Kennst du das? Normal. No, was ist normal? So, ich bestelle, weil du kennst dich nicht aus, okay? Ja. Ich muss immer bestellen. Ich kenne alles auswendig von einem Kind. Auswärtsessen in 2020 schaut so aus. Hier mit Pappding in der Hand. Die Kinder sind alle hinten. Hier außen. Das ist wie, ja, wir sitzen an einem Tisch in einem Lokal. Und essen. Und essen. Ja, der Papa gut gekocht. Delicious. Jeden Tag so, gell? Seht ihr das? Das ist Nebel, der liegt ganz tief. Ich liebe Nebel. Du liebst Nebel? Es hat nämlich gerade vorhin geregnet. Ist das jetzt Nebel? Das ist Nebel, ja. Und es hat geregnet und es war ja ziemlich warm. Und deswegen dieser Nebel. Wir sind zwar quasi mittendrin. Wir stecken fest. Wir sind im Nebel. Wir stecken fest. Fahren wir jetzt im Nebel? Wir fahren durch den Nebel, ja. Wir gehen noch eine Runde Gassi mit den Doggies. Vielleicht bin ich am Boden. Warte, die Emi. Die Sophie mag schneller gehen, Baba. Sie muss Pipi. El Pipi und Pipi wird nur auf Grün gemacht. Die Emi kann da nicht vorbeigehen, oder? Ja, sie hat es geschafft. Die Emi schaut aus wie ein Hase. Ey, nicht laufen! Nicht laufen, ich kann nicht laufen! Papa! Papa, dann nimm du die Emi, wenn du Bock auf Laufen hast. Das mache ich immer in der Früh. Warum? Das ist Sport. Richtig aus der Puste. Wer sich noch mein... Noch einen Mal. Kann ich reden. Wer sich noch an meinen allerersten Vlog erinnern kann, ich bin hier damals mit Baby Lara im Kinderwagen raufgefahren und habe gevloggt. Also ich sag's euch, ich habe schon. Das gibt's ja nicht. Ich habe schon leichte Schwangerschaftssymptome. Anzeichen? Oder was sagt man da? Anzeichen, oder? Symptome? Kurzatmigkeit ist eins davon. Bist du narrisch? Bin ja richtig kurzatmig. Ich war früher gar nicht so. Das ist von der Schwangerschaft. Und ich bin so müde des Grauens. Vor zwei Tagen habe ich ein Mittagsschläfchen mit Luisa gemacht. Ich mache sowas normalerweise nie. Ja, Mittagsschläfchen. Da habe ich übrigens noch nicht gewusst, dass ich schwanger bin. Muss also 3-4 Tage her sein. Bist du müde? Und wir werden jetzt hier den Vlog beenden, weil wir gehen jetzt dann noch, wenn wir noch mit Untertiteln.
Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Und danke nochmal für so viele liebe Kommentare unter unserem Video. Danke dafür.